Mein Name ist Jan-Christoph Wagner von der Agentur JCW Marketing und wir freuen uns sehr, dass wir das Projekt Honig im Kopf unterstützen dürfen, heute mit der Premierenfeier. Wir wünschen allen einen schönen Abend und hoffen, dass das Projekt ein großer Erfolg wird. Nachdem der Film ja schon so ein großer Erfolg war, verspricht diese Theaterfassung nun es dem fast gleich zu tun oder ihn vielleicht sogar auf ihre Weise noch zu übertreffen. Wir haben eine super Besetzung, Carsten Speck, René Heinsdorf hat es inszeniert, hat eine eigene kleine Theaterfassung mit nur 4 Schauspielern geschaffen. Also ich bin sehr gespannt und ich glaube, der Abend wird zeigen, dass man das Stück auch sehr gut auf die Bühne bringen kann. Ich bin gespannt auf die Umsetzung. Ich weiß, Robbie Heinersdorf hat die Theaterbearbeitung gemacht. Ich kenne ihn sehr gut und ich weiß, dass er sowas sehr gut kann. Ich freue mich natürlich, ein paar alte Kollegen wiederzusehen. Mit Achim Wolf habe ich mal vor 100 Jahren zusammen Theater gespielt. Und Carsten Speck kenne ich natürlich auch. Von dem Rest lasse ich mich überraschen. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe den Film 2 oder sogar 3-mal gesehen und ich war gerührt. Ich habe jedes Mal ein bisschen geweint und das ist nicht gelogen. Das stimmt, nee, wirklich. Also ich freue mich sehr, dass die sich ja machen, dieses Stück. Und ich kenne ja die meisten Schauspieler, die mitmachen. Also wird sicher toll. Der Film war ja schon sehr erfolgreich. Honig im Kopf im Schlossparktheater. Ich freue mich sehr auf den Abend und ich denke, bei den Akteuren, die auf der Bühne stehen, werde ich nicht enttäuscht werden. Ich bin sehr gespannt, wie Robbie Heinersdorf das auf die Bühne gebracht hat. Das interessiert mich sehr, wie man diese große Besetzung in so eine minimale Besetzung bringt. Bin sehr gespannt. Also den Film habe ich gesehen und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Theaterstück. Ja. Sehr, das ist eine tolle Besetzung, freue mich sehr. Ich mag den Regisseur René Heinersdorf, ich finde ihn ganz großartig. Ich spiele mit beiden Kollegen Achim Wolf und Astrid Kors gemeinsam hier und kenne beide und freue mich und denke, das wird ein ganz grandioser Theaterabend, der sicherlich anders ist als der Film, aber auch grandios. Ich glaube, man darf es nicht vergleichen mit dem Film. Ich glaube, das wird wahrscheinlich etwas lustiger. Der Film war ja eigentlich traurig. Aber ich hoffe, es wird gut und erfolgreich. Ich lasse mich überraschen. Hey, ja. Ich liebe Theater, also so what? Let's go with the flow. Hast du mich auch mal erlebt? Kein Problem, da sind ja jetzt Freunde von mir. Ingo, ich hoffe, dass du eines Tages auch so eine wunderbare Frau findest, wie es dein Mutter. Immer total komisch nach einer Premiere, also auch immer ein bisschen verloren. Dann hat man so seine Arbeit gemacht und dann kennt man ganz viele Leute nicht und alle wollen was und sagen einem was. Also ich persönlich finde das immer einen schönen Moment, aber auch einen schwierigen Moment. Die Leute haben viel gelacht heute Abend und es ist für mich sehr schön, dass wir die Leute aufmuntern konnten, obwohl das Thema ein bisschen tragisch ist. Ja, und ich bin einfach froh, dass wir auch so eine schöne Premierenfeier haben, hätte ich nicht gedacht. Ich bin mit null Erwartungen an dieses Stück rangegangen und es ist jetzt auf jeden Fall richtig gut geworden. Ja. Honig im Kopf am Schlossparktheater. Für mich eine denkwürdige Premiere. Ich denke, es ist gut gelaufen. Ob das Stück gut ist oder ob wir gut waren, muss das Publikum sagen. Der Event ist gigantisch toll vorbereitet, gefällt mir sehr, sehr gut. Das, was die Leute vorher im Theater gesehen haben, denke ich, hat sie berührt. Sie haben gemerkt, Lachen und Weinen, Tragik und Komik liegen ganz dicht beieinander. Und ich denke, Sie haben einen tollen Abend erlebt und Sie werden noch 40 weitere tolle Vorstellungen in Berlin haben. Das heute ist eine tolle Premiere, Schlossparktheater in Berlin. Alles Gute und einen schönen Abend weiterhin. Es ist ein zauberhafter Abend gewesen, sehr erfolgreich. Das Publikum war begeistert. Herr Heinersdorf hat eine wunderbare Inszenierung geschaffen, indem er eine schöne Lösung für ein tolles Thema gefunden hat. Es ist emotional berührend gewesen und trotzdem durfte man lachen. Das ist auf der ganzen Linie das, was das Leben einem erzählen sollte.